Ausgestattet mit Pfeil und Bogen retten wir die Mannschaft von Kapitän Booker und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD, beziehungsweise wir suchen noch die Mannschaft. Wir wissen noch, wo sie ist, allerdings wird sie jetzt auch wieder lebendig sein. Schätze ich mal, da sieht man nochmal Nairos Wappen besser als beim letzten Mal. Allerdings müssen wir erstmal den Weg da runterfinden wieder. Und die dann mal befreien, das ist ja auch noch so eine Sache. Mir ist übrigens wieder eingefallen, warum man wirklich hier zurecht die Luken da hat, diese Schlitze. Auch oben an Deck, wo ich dachte letztes Mal, das bräuchte man noch gar nicht. Doch, man wird es brauchen. Oh Gott. Drecksack. Aber das gibt's nicht, ne? Ey, wie die immer kurz vorher noch switchen, ne? Sag mal. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Mit dem Vieh, so. Deck hab ich gesagt. Wo kommst du denn? Achso, das ist offen. Ist das doch. Ey! Mit dem Kollegen. So, hier ist natürlich der Sand jetzt auch weg, ne? Jetzt, wo es hell ist. Genau, wir können hier nämlich nicht durch. Hier ist ein Elektrozaun vor. Aber hier oben sehen wir es. Wir können da durchschießen. Dafür ist es nämlich gut. Ich denke mal, das ist sogar hier das Ding, wo ich meinte, hier war schon mal hier. Da ist die Antwort, ja, es war immer hier. Weil sonst würde ich hier nicht durch weiterkommen. Easy. So, mach mal die Truhe auf. Wunderbar. Und damit haben wir die Dungeon-Karte. Sauber. Da sehen wir noch ein paar Räume hier, ne? Und ja, die oben, die zwei Punkte, die sind nicht umsonst da. Wir haben ja schon gesehen, wir können mit dem Schiff oben, mit diesem Rettungsschiff, was reißen. Warum soll ich jetzt aber hier aufmachen können? Bin ich doch wieder hier. Ach so. Hä? Ich will auch gar nicht hier durch jetzt so. Oder doch, warte mal, vielleicht doch. Kann ich da was machen hier von hier aus jetzt? Weil ich konnte hier durchschießen, ne? Ja, genau. Vielleicht muss ich sogar einfach so weitermachen. Kann gut sein, das ist ja nicht umsonst so gelöst. Zack, da ist offen. Ansonsten bräuchte ich ja diesen Scheiß da gar nicht. Schmacker, Mann. Ah, oh, ne, nicht angreifen. Jetzt kann's wieder. Weg, so. 5 Rubine, danke. Das schieben wir auch mal weg. Komm ich da durch? Selber? Nein, aber ich kann ja durchschießen, scheinbar, so wie es aussieht. Dann wüsste ich gerade nicht, warum ich da durchschießen sollte. Also ich so besser, was da ist. Ne, nicht wirklich. Hm. Da brauche ich auch nicht durchschießen. Was ist denn, wenn ich hier einfach drauf gehe? Ah. Jetzt soll ich von hier aus schießen. Das macht dann vielleicht ein bisschen mehr Sinn. So, zack, da. Putz, so, Auge aktiviert. Jetzt gehen die anderen Türen auf, ne? Ja, genau, perfekt. So, da kann ich wieder zu, das ist mir egal. Brauche ich nicht mehr. An der Stelle. Achso, da komme ich sowieso rein, wenn ich das wieder aktiviere hier. Aber da ist doch dicht. Schauen wir mal hier durch. Kann ich vielleicht oben hier durchschießen irgendwo? Nee, nicht wirklich. So, ich muss auch, denke ich mal, irgendwas aktivieren. Damit ich hier jetzt weiterkomme. Deswegen gehen wir mal zurück. Aktivieren wieder den Stand der Zeit oben. Das reicht genau aus, genau die Ausdauer. Schön gemacht. So, und jetzt ballern wir oben wieder einen Pfeil rein. Schön reingezwirbelt und zack. Ja, perfekt getroffen. Schön gesehen, wie der abgeprallt ist, der Pfeil. Nicht schlecht, ey. So, gib mir Pfeile wieder, bitte, danke. Ich denke, wir müssen jetzt da rein. Jetzt haben wir natürlich auch noch die andere Seite offen. Und jetzt ist der Propeller aktiv, jetzt kann ich nicht da durchschießen. Genau, das war das Ding, weswegen man wieder alles rückgängig machen muss. Ja, jetzt sind die Dinger hier wach, das stimmt. Kannst dein Schwert direkt wieder wegstecken, Mann. So. Aktivieren bitte. So, das aktiviert den Raum da unten, den Maschinenraum scheinbar. Oder irgendwie sowas. Den haben wir noch nicht gesehen. Aber da komme ich, glaube ich, bald hin. Gebieter, ich registriere eine starke Erschütterung. Die Bedienung dieses Geräts wurde etwas Großes in diesem Schiff bewegt. Die genaue Lage ist unklar. Ich empfehle, zum Kerker der Matrosen zurückzukehren.
Nö. Ich habe keinen Bock drauf. Ach, guck mal. Lass nicht irgendwas Wichtiges fallen. Der ein Herz, okay, brauche ich nicht. Weg hier. Also weit, soll ich da runter gehen? Komm, wir gehen da runter. Was so. Nie uns das sagt die Fall, ne? Gehen wir doch mal nachgucken. Und hier ist auch wieder ein Bockblin auf dem Weg, hier in dem Gang. Ach, hier ist vielleicht ein Punkt, wo sie die Gegner neu spawnen. Hier ist ein bisschen eine andere Überleitung. Tschüss, Mann. Also, ich glaube, der Club kämpft auch mit dem Pfeil besiegen direkt, oder? Ja, genau. Dann brauchen wir jetzt nicht mehr die Dinger so kaputt machen. So, hier können wir auch einfach durch, perfekt. Ein Gegner hier. Vielleicht sagen die uns, wo wir hin müssen. Oder die geben uns den Schlüssel. Echt, sind zu weit weg, die Viecher. Weg. Oh, Schnauze hier. Danke für den Schmuckschädel. Dir kann ich sprechen, ne? Wie bist du als Mensch eigentlich hier reingekommen? Die B301-Reihe wieder. Schön, dass du gemeinsam mit dem Kapitän gekommen bist, um uns zu retten. Aber solange dieser Elektrozaun in Betrieb ist, kommen wir hier nicht heraus. Leider, ja. Ach so, der Maschinenraum befindet sich unter diesem Kerker. Genau, das ist der Tipp, den wir brauchten. Müssen wir noch wissen, wie wir da hinkommen. Im Maschinenraum gibt es einen Gang, der in diesen Kerker führt. Ah, so können wir so drin. Um den Maschinenraum zu durchqueren, musst du die Stromschalter betätigen. Was? Du hast den Stromschalter betätigt? Allerdings hast du erst einen Stromschalter betätigt, es gibt aber zwei. Der andere Stromschalter befindet sich hier. Ja, genau, da muss ich auch noch hin. Hilf uns. Okay, das machen wir echt ein bisschen zu früh jetzt hier unten schon wieder. Kriegen wir überhaupt einen Schlüssel hier von denen? Vielleicht schon, wenn wir beide betätigt haben, das kann echt sein. Also nochmal zurück nach oben. Kann ich hier nochmal beide holen, danke. Und Herzen auch regenerieren. Indem wir uns auch mal hier hinsetzen. Erstmal ausruhen. Ich sehe gerade, der Schlüssel sieht so aus wie ein Totenschädel. Von vorne. Auch cool gemacht. Also so im Pixel-Art-Style, finde ich persönlich. Also die Einkerbung für den Schlüssel. Schlüssel selber sieht wahrscheinlich anders aus, aber... Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Denke ich mal, dass ihr es wisst. So, hier ist glaube ich die Luke, bei der wir letztes Mal nicht durchkamen mit dem Rettungsschiff. Oh Gott. Weg mit dir. Ist doch gerade gestorben, hinten vorhin noch. Im anderen Raum. Oh, Schmuckschädel, danke. Mach schon mal das Ding mal da drauf, ne? Die Kiste hier. So, schön da lang. Okay, man kann auch nur begrenzt weit schieben. Sehr gut. So, und dann gehen da die Luken auf. Wunderbar. Da kann ich da die Leiter hoch. Oder runter, je nachdem. Da, theoretisch ist jetzt eine Abkürzung, ne, würde ich behaupten. Ich trotzdem nochmal weiter. Ich muss sogar da lang, scheinbar. Aber wie soll ich da rein? Ah, warte, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Muss ich echt hier runter? Dann... Ach, ich kann das nicht von hier aus runter, scheiße. Aber jetzt ist es offen, ne? Hier ist der Maschinenraum, hier muss ich ja später durch. Da ist der Weg. Ich komme jetzt leider nicht hier irgendwo ran, ne? Das heißt für mich, ich muss wieder außen rum nach oben. Über das Rettungsschiff runter, aber vorher noch den Stein der Zeit aktivieren. Damit ich wieder hier rein kann. Ja, sonst komme ich nämlich nicht in den Raum rein, genau. Wenn ich den jetzt hier betätige schon, dann ist ja da wieder so dieser Zaun vor. Damit ich nicht in den Raum reinkomme. Das kann ich auch direkt hier rumgehen. Ey, schon echt. Schon ausgeklügelt. Man muss da echt mitdenken, ne? Ohne Witz. Da muss man nicht immer bei Zelda spielen, von daher. Sind die wieder alle da? Was? Der Hölle. Ein Pfeil her, danke. Ich
weg mit dir, so. Mit Pfeil, danke. So, der ist auch K.O. Und dann lasse ich jetzt mal am Leben. Außer der da oben hat nochmal ein Dings, ein Monsterhorn. Da klaue ich ihm nur nochmal. Da echt. Tschüss, Klappe. Aber Schlüssel habe ich immer noch nicht. Wie wir wissen. Jetzt erst aber hier. Na. Aktivieren. Oben den Stein. Sind eh wieder alle weg. Getroffen, jawohl. Tschüss. Jetzt hier das Ding aktivieren. Das geht doch noch, oder? Ja, perfekt. Wunderbar, da haben wir uns den Weg jetzt hier durchgebahnt, quasi. Und dann unten haben wir gesehen, da war wieder diese Luke, wo ich durchschießen kann. Und daher passt das so. Hier komme ich nämlich nicht durch, wie gesagt. Jetzt kann ich aber hier durch, der Elektroton ist aus. Auch wieder Mäuse. Klappe. Danke für die Klaue. Was ist mit euch? Da oben. Mal her. Kann ich sogar mit der Peitsche killen. Wie geil ist das denn? So, kann ich auch so machen einfach. Wenn ich hier gleich wieder schnell rauskomme wahrscheinlich. Der Stein ist da in der Richtung. Oh, wie ist der denn geflogen? Zack, reicht schon. Man hört auch direkt wieder den Elektrozorn. Ja, schon geil gemacht, ey. Na, reinstechen. Du Vogel. Draufhauen einfach. Ach, der Touch-Schalter ist aktiv. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zerquetscht werden, ne? Können wir, glaube ich, auch drunter landen. Diesmal sagt sie nichts, okay. Da können wir jetzt auch direkt lang gehen, ne? Hab ich richtig verstanden, hoffe ich. Nehme ich einfach hier raus, nächsten Raum wieder rein. Dann ab nach unten. Aber ich vermute langsam, wir kriegen dann nur den Schlüssel für die andere Seite, ne? Für die Kapitänskajüte und so. Wo wahrscheinlich den großen Schlüssel dann finden. Ja, okay, macht Sinn. So, hier runter. Und hier rein, perfekt. Das ist schon echt geil gemacht, dieses Schiff. Ich feiere diesen Dungeon, ehrlich. So, hier ist zu. Strom läuft überall. Runter hier. Ja, ein bisschen das Gesicht von Trapor, nur so ein bisschen. Oh, kommt man da leider nicht. So, hier muss ich gleich schnell sein, ne? Ja, das geht hoch und das andere geht runter. Schon fies irgendwie. Hier war aber, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, hier rechts hoch. So kurz anhalten. Dieser Truhenraum, ne? Den wir schon gesehen haben. Hoch da? Jawohl. Ich glaube, der ist hier, ne? Ja, das sieht gut aus. Perfekt, machen wir alle auf, ne? Plündern wir erstmal das Schiff hier. Auch wenn der Captain unser Freund ist, irgendwo. Schätzen, lassen wir uns nicht lumpen. Irgendwie muss der uns ja auch entlohnen, der Kollege. Obwohl der uns nur hilft, die heilige Flamme zu finden. So, 100er. Ein Huni, jawohl. Und hier schön ist drin, ich lasse die Musik gar nicht ausklingen. Ein Monsterhorn, jawohl. Was hier schön ist drin. Eine Truhe nach der anderen. Nochmal ein Huni. Und hier doch bestimmt noch ein Item-Schatz drin, oder? Vielleicht der einen, den wir noch zur Verwässerung brauchen können. Auch Monsterhorn, ja, das können wir sogar echt gebrauchen. Dafür. Obwohl, ich glaube, wir haben jetzt schon genug davon gefunden, dass wir das jetzt nicht mehr unbedingt brauchen, aber was soll's. So, da warte ich jetzt nochmal logischerweise. So hoch. Und durchrennen. Ah, hier kam ich auf das Ding drauf. Glaube ich. Genau. Zack, hoch. Rüber. Und hoch, jawohl. So, da ist Gitter auf, dann können wir da nicht schneller wieder durch. Und hier lang. Nochmal links abbiegen. Dann dürften wir jetzt gleich bei den Robotern sein. Ja, sind wir auch. Aufmachen hier und raus mit den Guten hier. Du hast uns wirklich gerettet, danke. Du bist also hierher gekommen, um Narus Flamme zu suchen. Um Narus Flamme neu zu entfachen, musst du die Steuerung des Schiffes zurücksetzen. Der Kontrollraum ist neben diesem Kerker, wird aber von einer schweren Tür geschützt, in die du einen Schlüssel brauchst. Das musst du zur Kapitänskajüte. Der Schlüssel zum Kontrollraum ist in der Kapitänskajüte. Ah, also wirklich da.
dann überreiche ich dir diesen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kannst du die Tür zur Kapitänskajüte öffnen. Danke. Mann, den brauchen wir. Kapitänskajüte betrittst du durch die Tür am Ende des Decks. Genau, da hinten. Im Erdgeschoss, genau. Ich werde schon mal nach draußen fliehen. Tut mir leid, du machst das schon. Ihr habt uns aber einfach Schlüssel erst jetzt gibt, ne? Den hätte ich uns doch vorher geben können. Komm, nur er haut ab, was mit den anderen beiden? Sondern noch zwei oder nicht? Da hab ich mich gerade verguckt. Boah, dann passen die überhaupt hier durch? Ja, ich denke schon. Wenn Link hier durchkrabbeln kann, dann können die halt auch bestimmt. Die sind ja doch ein bisschen kleiner als Link, ne? Obwohl die nicht wirklich krabbeln können, würde ich behaupten, aber gut. Die haben immerhin noch Hände. Vielleicht gibt mir denen was. Gut ist, wir können jetzt einfach mit dem Rettungsschiff nach oben. Dem Rettungsboot da. So, hier hoch. Dann hier die Leiter hoch und dann auf einfach durch das andere Fenster zurück. Das ist schon echt gut ausgeklügelt hier. Ne, nicht peitschen. Und dann mit dem Pfeil drauf schießen, schön hier. Zack. Hoch da. Der ist schon wieder da, der Kollege. Können wir den nochmal mit dem Mutzauern klauen? Oder Pfeile, je nachdem. Manch egal. Ja, damit. Und tschüss. Jawohl, ich gebe so echt noch Pfeile ab. Die Trottel. Aber hier sind auch noch welche drin. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier noch erwartet alles. Aber es sieht sehr gut aus, dass wir das vielleicht doch noch heute alles schaffen. Gerade. Weil wir haben hier nicht viele Räume gehabt. Wenn ich richtig gesehen habe. Was nicht heißt, dass hier nicht nochmal ein richtiges Rätsel ist, ne? Hier zum Beispiel. Der schießt mich nicht an. Ich schieße den da jetzt ab. Der ist gleich schon mal aus dem Weg. Oder ist das nur dieser Raum hier? Muss nochmal raus, wa? Muss hier wohl rein, wenn es alles dreckig ist. Oh, dann muss ich das aktivieren, dann sind die Viecher da oder was? Ja, sicher. Ist ja fies. Jetzt ist mal der Bockblin wieder hier draußen, passt mal auf. Das wäre jetzt witzig. Na wirklich, ey. So, Monsterhörner habe ich jetzt gleich doch genug gekriegt. Zack, aktivieren, weg mit dem Bockblin. Können wir wieder schlummern, schön. Und rein hier. Zurück zur Kapitänskajüte. Guck schon mal raus, den brauchen wir jetzt bestimmt. Ja. Ach klar. Oder nicht? Wie denn gedacht? Halt. 40 Rubine einfach mal dadurch. Nice. Was haben wir hier Schönes? Ah, Skorpione erstmal. Weg. Ich ja in Ruhe, ey. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann geht da hinten die Luke auf, ne? Allerdings ist hier noch ein Ding, ein bisschen was im Weg. Das heißt, das muss erst weg. Entsprechend, logischerweise, ne? Ich glaube, ich muss in die Richtung feuern. Genau, da oben ist er. Wunderschöner Treffer. Oh, Bockblitz ist auch noch da. Oh. Das gibt's nicht, ne? Den Biester. No! Triff mich gleich. Ein Deck da, so. Ich rein! War bist du blöd? Rein stechen, Mann! Vogel. Boah, Link, ey, du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Ehrlich jetzt. Ja, vielleicht doch erst sammeln sollen, bevor ich jetzt, wenn ich hier fertig bin. Okay, neu ausrichten hier. Na, zeig auf dem Fernseher so. Ist auf dem Bildschirm ist ja gesagt, ich habe ja keinen Fernseher hier stehen. Ist schon mein PC-Bildschirm auch irgendwo, auf dem ich spiele. Auf da, danke. Dann hier rein, ist das ein Ding wieder da? Nein. Zum Glück nicht. Weg. Oh, das ist auch noch einer. Zack, zack und... Putz! Und da haben wir ihn, den großen Schlüssel, Freunde. Ja, safe schaffen wir es heute noch. Bin ich schon durch mit dem Dungeon.
Aber ich hatte echt nicht mehr so einen Schädel, dass man sich das hier verbauen kann. Du hast den Tentakelschlüssel erhalten. Diese Schnitzerei sieht aus wie ein Tintenfisch mit unzähligen Saugnäpfen. Ja, so viel zum Totenkopf, ne? Also, erstmal kurz gucken auf der Karte. Haben wir alles? Haben wir alle Truhen? Na, ich kann einfach so machen. Hier keine offene Truhe mehr. Also keine geschlossene, meine ich. Die sind alle offen. Das heißt, ab zur Flamme. Komm, schnell raus hier. So, der Bockmann ist jetzt wieder da. Wieder Monsterhorn wahrscheinlich, ne? Und Pfeile. Eins von beiden zumindest. Ja, ist so ein Scherz, ne? Man kann ja nicht richtig fahren. Die Dinger. Wenn man wollte. Ist mir jetzt aber zu blöd. Auf Dauer. Ich geh jetzt einfach da hinten durch. Tschüss. Ihr könnt mich mal. Meine Freunde. Bin nichts mehr von euch. Einfach jetzt durch hier und ab unten rein. Fertig. Ist echt gar nichts drin, ne? In dem Fass. Einmal uns eben hier. Obwohl, hätte ich auch unten machen können. Na, egal. Was hier machen oder unten. Drauf gepfiffen. So, da geht's weiter. Ich guck mal jetzt echt entspannt durch, wenn der Stein derzeit aktiviert ist, ne? Ich glaub, der muss so aktiviert sein, glaube ich, damit man zum an den Schlüssel rankommt, ne, an das Schloss, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich werde es jetzt auf jeden Fall nicht mehr ändern, nur damit ich das rausfinden kann. Aber da war ein Zaun vor, ja doch, ich bin mir sicher. So ein, der mit der Zeit wieder verschwindet. So, da sind wir schon, Freunde. Unten bei der Einheit angekommen. Hier ist schon alles weg, genau. Habe ich alles kaputt gemacht. Bevor wir hier waren. So, rein mit dem Schloss da. Ich denke mal, das Auge muss vorne sein, ne, von dem Ding. Jetzt mal so umdrehen, oder? Sieht gut aus, perfekt. Also man, es gibt schon Anhaltspunkte bei den Schlüsseln. Womit man das ganz schnell lösen kann, finde ich persönlich. Also früher beim ersten Durchspielen habe ich dann natürlich auch manchmal gestruggelt. Kann ich gar nicht sagen, aber vielleicht weiß ich auch deshalb, dass es da diese Anhaltspunkte gibt. Natürlich, kann ja auch sein, dass es noch so im Hinterkopf ist, ne? Ja, aber hier diesmal ganz entspannt, Freunde. Hier ist wirklich nur noch diese Einheit. Naja, nicht ganz. Natürlich gibt es hier noch einen Bosskampf, der wird nur nicht hier stattfinden, in dem Raum. Auch wenn die nicht den Tag daraus kommen. Ja, der Tintenfischschlüssel hat sehr viel Aufschluss gegeben darüber, was für ein Boss hier ist, ne? Muss man sagen. Da müssen natürlich wieder nach oben an Deck. Aber aufpassen. Kann ich die durchschneiden? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dieses Tentakel scheint zu einem riesigen Monster zu gehören. Scheint als würde das Schiff angegriffen. Besteht eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Ich empfehle die Tentakel mit der Handikraft zu durchtrennen und draußen nach dem Rechten zu sehen. Okay, also. Quatsch. Ein Himmelsstrahl. Ich kann ihn nicht so trennen einfach. Was ist das denn für ein Scherz? Oh, Fässer kommen auch noch, oder? Cool. Ach, das Wasser steigt ja auch. Stimmt. Muss mich ja sogar echt beeilen. Okay, was jetzt? Ach so, dass jetzt hier alles wackelt. Hier runterkommt, okay. Bisschen Donkey Kong oder was? Oh, und der Boss, ich kann schon mal sagen, der wird da, glaube ich, nicht wirklich geschwächt. Ach, da ist ja alles kaputt gegangen. Ich glaube, das ist einfach ein Abgrund, ne? Der Boden ist einfach komplett weg irgendwie gefühlt. Was ist das denn da? Was ist die Lampe? Der Leuchter da oben. So. Vita, ich muss dich warnen. Ich spüre eine dunkle Präsenz hinter dieser Tür. Es steht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich der ursprüngliche Tentakel in der Nähe befindet. Gerade zu äußerster Vorsicht, wenn du nach draußen gehst. Kein Ding, mein Fräulein. Da kann ich übrigens auch nicht mehr speichern auf einmal, ne? Die Speicherstatus sind alle weg. Wie von Geistern. So, Freunde, jetzt kommen wir auch noch zu einem, meiner Meinung nach, doch sehr coolen Boss, wenn man mich fragt. Den ich aber persönlich nicht schwierig fand, wenn ich ehrlich bin. Sag ich jetzt und dann habe ich gleich richtig Probleme, pass mal auf. Ich fände es witzig, wenn es echt so ist. Mein Hochmut kommt vor den Fall, ne? Da ist er, Freunde. Der Riesentintenfisch, den wir die Tentakel zu verdanken haben. Das uralte Meeresgrauen. Deidagos oder Deidagos. Das Auge lehnt ja schon richtig dazu ein, da rein zum Ballern, wa? Fall. Was passiert jetzt?
Ah, jetzt erstmal hier die Computer. Greif mich, glaub ich, an, ne? Irgendwann wieder. Was er? Na, komm raus. Zack. Durch. Ich doch mal wieder raus. Ja, jetzt. Jetzt nicht mal. Jetzt konnte ich keine neuen dazu. Mal aufladen. Ja, wo ist er denn da? Dein Auge auf. Was? Kann ich eigentlich draufhauen, doch. Draufhauen, komm, zack, gib ihm richtig Saures. Check nochmal. Okay, doch wieder ab, okay. Hallo? Was hab ich denn da, den Himmelstrahl? Ich glaube, ich muss eine gewisse Anzahl an den Armen killen, einfach. Damit der wieder auftaucht, der Kollege. Was ist jetzt mal hier, Mann? Hallo? War, bist du blöd? Oh, ist die Kamera so scheiße. Oh, ey, lass mich los. Oh, gerettet. Das war's, jawohl. Die hauen wieder alle ab. Guck ich in die richtige Richtung, ja. Nee, doch nicht. Die rechte Seite kommt jetzt hoch. Der Schlingel. Drauf da, zack. Jawohl, richtig gegeben. Wieder. Alter, mach doch mal den Himmelstrahl jetzt, du Vogel, ey. Gibt's doch nicht. Sag mal, will der mich verarschen, der Junge? Die laden mich nach und greifen, die Dinger. Hast du gesehen? Weg. Was das? Ne, noch nicht. Jetzt aber. Jetzt wahrscheinlich auf der linken Seite hoch, ne? Oder? Aber ja, doch da auf. Doch nicht da vorne, okay. Ah, schön verarschen hier, ne? Kleiner Drecksack. Und gut. Oh, der war drauf mit dem. Oh, yo. Treff ich den nicht? Jetzt aber, geht doch. Ja, war schon mal besser. Jawohl, so. Geschafft. Naja, fast. Der geht noch nicht so schnell auf, der Kollege. Hat da hier alles kaputt und wir müssen zusehen, dass wir hier weg mit der Hand gewinnen. Da kommt die Kiste runter, dann geht's oben weiter scheinbar. Alter, hör auf mich zu hauen, Mann. Bist du irre oder so? Aber die Fläche unten ist weg. Er kommt jetzt aber hier hoch. Die Feuer kam auch gar nicht hier hoch, ne? Auf den Knast sein. Ich glaube, ich runterspringen können von dem Mast oben irgendwann mal. Das vielleicht schon, aber so. So, jetzt kommt. Stimmt. Weg mit euch, die Scheißfahren hier. Ja, weg. Hallo. Wir angreifen. Alter, verarsche. Hallo und tschüss. Wie kommen denn da raus? Also wieder, ne? Jetzt. Zack ins Auge rein, perfekt. Und runter. Oh, richtig gegeben wieder. Weg. Zurück. Oh, ja, nicht so weit zurück, bitte. Fläche schon erheblich kürzer geworden hier. Jetzt kommen ja die Härchen angeflogen, ne? Genau, schnapp, schnapp. Das war schneller als eben. Einfach ein bisschen rumspringen, die Verrückter. Zack, da hat er einen abgekriegt. Reicht das jetzt mal, jawohl.
weiß nicht, ob ich ihnen jetzt einfach so viel gegeben habe schon, dass es nur zwei Phasen waren jetzt hier in der zweiten Phase. Also zwei Treffer mit dem Pfeil. Oder ob es generell nur zwei sind und nicht drei. Ich meine, es waren insgesamt fünf Treffer ins Auge, ne? Was ja auch nicht wenig ist für so einen Boss. Aber Daedalus ist besiegt, Freunde, und ihr seht jetzt auch, warum man dieses Schiff nicht mehr betreten kann. Ich weiß nicht, ob eine Truhe, die wichtig gewesen wäre, irgendwie jetzt woanders dann steht. Als ob die noch geborgen worden wäre. Weil es kam jetzt auch kein Hinweis, vielleicht weil ich auch alle Truhen offen hatte, dass ich hier nicht mehr hin kann. Den vermisse ich so ein bisschen. Und ich bin mir eigentlich sicher, den gab es, diesen Hinweis. Wenn ich ehrlich bin. Ja, Freunde, auf jeden Fall haben wir direkt das nächste Podest für die nächste Heilige Flamme. Erstmal einen Herzcontainer mitnehmen. Weil der dann auch noch weg ist, auf einmal. Und das haben wir gerade auf Fluch machen müssen, ne, den Himmelstrahl. Zack, aktivieren bitte. Wunderbar, wunderschön. Die blaue Flamme von Nairu. Die heilige blaue Flamme von Nairu. Wie wir gleich erfahren werden. Wir wissen ja, dass wir nach Nairus Flamme suchen, von daher nichts Neues. Schön wieder alles ins Schwert aufnehmen. Jetzt mal in Fei. Genau, Mädchen, mach deinen Job. Gönn dir die Flammen. Burn, Pfei, burn! was passiert jetzt? Reich aus, Mann, bist du bekloppt? Mein Pfei wird jetzt schon nichts tun, aber du sollst da nicht drunter stehen, nicht behaupten. So, perfekt. Das Schwert der Göttin wird nochmal stärker. Und ich glaube aber nur. Man sieht jetzt sogar. Verändert sich doch nicht? Warte mal, doch, es muss sich verändern. Ah ne, doch noch nicht. Nairusflamme hat das Schwert gestärkt. Verehrt neue Macht. Du kannst mit der Aurasuche mehr Dinge erspüren. Perfekt. Wir haben unter anderem auch jetzt die Artefakte der Göttin. Ach so, oder so. Was? Braucht man das überhaupt? Für mehrere Sachen? Ich dachte, jetzt kommt direkt die Sache mit, ja, Gebieter, ich kann jetzt für dich die Artefakte der Göttin erspüren und so. So ein Mist. Aber ich weiß, dass es geht, auf jeden Fall. Das ist mir schon klar. Wunderschön, Link. Das ist ganz schön weiß geworden, das Schwert, ne? Aber ganz schön blass, sagen wir mal lieber so. Ja, Freunde, Überraschung. Das zweite Fragment leuchtet auf. Damit habe ich tatsächlich beim ersten Spiel nicht gerechnet. Dass es so weit kommt. Denn bisher war ja Link immer dafür bekannt, dass zwei Forces des Mutes zu besitzen. Scheinbar hat er jetzt zwei. Drei Vorfragmente in sich. Mieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. Werden wir machen. Definitiv. Vielen Dank für deine Hilfe. Allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Schicken uns viel Arbeit bevor. Ich hoffe, dass auch du deine Freundin bald finden wirst. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. Bzz. Sehr schön, danke. Boka, vielleicht, wenn wir beim nächsten Mal noch einen kleinen Abstecher mit dir machen. Denn da war ja noch eine Insel, die wir noch nicht besucht haben, sieht man jetzt hier leider nicht. Das war die da hinten auf jeden Fall. Da ist da jetzt das Schiffswrack. War es vielleicht dafür da? War, das kann sogar echt sein. Dass da gar nichts mehr ist sonst. Da ist das einfach ein anderes Schiff. Wir werden das vielleicht nochmal untersuchen, Freunde, beim nächsten Mal. Vielleicht aber auch erst irgendein anderes Mal. Ich verspreche an der Stelle nichts. Ich danke euch aber an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst bitte nicht, ein Like dazulassen. Und abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Würde mich sehr freuen. Genauso, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss mit Ö, euer Basukasu.